Hallo, mein Name ist Bernhard Ebner, ich bin Projektleiter vom Projekt Triple. Willkommen bei Behind the Scenes Servier, diesmal aus der Lobby von Triple. In den nächsten 3 Folgen möchte ich euch gerne zeigen, wie ist es gekommen zum Projekt Triple, was ist die Geschichte dazu, was macht das Projekt Triple so lebenswert, warum ist das Projekt so erfolgreich für uns gelaufen und ihr müsst unbedingt schauen, was ich da euch dann alles erzählen werde in diesem Treffen. So, in der ersten Episode erzähle ich euch etwas über die Geschichte von Triple und wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Das ehemalige Hauptzollamt hat natürlich mit dem Fall der Außengrenzen bzw. auch mit der EU seine Daseinsberechtigung verloren. Und damals, als wir gerade im Projekt Towntown, das genau daneben liegt, die Projektentwicklung voll im Gange war, hat damals der Erwin Servier schon gesehen, die logische Erweiterung ist, die Erweiterung des Zollamts in das Projekt Towntown zu inkludieren. Mit einer Brücke, die jetzt mittlerweile auch schon fertiggestellt ist, die können wir uns danach auch noch genau anschauen, ist quasi der sogenannte Brückenschlag zwischen Towntown und Triple erfolgt. Als das Projekt Hauptzollamt oder das ehemalige Hauptzollamt abgebrochen wurde, kann man sich vielleicht noch erinnern, da war der sogenannte fliegende Bagger, das heißt, das Haus wurde von oben nach unten abgetragen und der Bagger natürlich, der war zu schwer, wäre durch das Haus durchgerastelt, wenn die Decken nicht getragen hätte, wurde immer mit einem großen Autokran gehalten, aber dazu blende ich euch ein Foto ein. Das Abbruchmaterial vom Zollamt ist zu 98% wiederverwertet worden. Also wir haben einfach den Beton, der ist zerbrochen worden, direkt auf der Baustelle in kleine, bis zu den Sandkörnern. Und der ist dann auch wirklich als Unterbau, zum Beispiel für Autobahnen und so weiter, verwendet worden. Wir haben auch den Stahl komplett herausgearbeitet aus dem Beton. Auch der ist wiederverarbeitet worden. Und die Betonplatten, quasi die des Zollamts, war eine Fertigteilfassade. Und da haben wir einige Betonplatten, man sieht sie zwischen Turm 2 und 3, dort platziert mit Pflanzen rundherum. Und die Idee dahinter ist quasi, dass sich die Natur holt, sich die Stadt, den Beton wieder zurück. Das war auch das Motto für unsere Lärmschutzgalerie, quasi die Überplattung hat eine Parkfläche von über 4000 Quadratmeter geschaffen und dort haben wir irrsinnig viele Bäume gepflanzt, wir haben dort Grünflächen geschaffen und haben dort eigentlich auch diese sommerliche Überwärmung oder eigentlich Erhitzung der damals bestehenden Autobahn eigentlich reduziert im Zuge dessen, dass wir oben diese Flächen begrünt und mein Leitsatz ist immer, wir haben versucht nicht zu Flächen zu versiegeln, sondern eigentlich sogar zu entsiegeln, wenn man das vergleicht mit dem damaligen Hauptzollamt, das war eine Betonwüste und jetzt ist es richtig schön grün Platz gestaltet und großflächige Versickerungsflächen. Nach dem Abbruch des Hauptzollamtes, nächste Phase, Überplattung der Flughafenautobahn. Auf 140 Meter habe ich schon berichtet, ein Projekt gemeinsam in Abstimmung mit der ASFINAG, muss ich dazu sagen, dass wir das in einer wirklich großartigen Zusammenarbeit und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, nämlich innerhalb von 8 Monaten, baufertig gestellt haben. Der Termin war sehr wichtig, weil nämlich kurz darauf Österreich den EU-Ratsvorsitz hatte und das war eindeutig ein Meilenstein, ein banalisierter Termin, weil es nämlich zu dem Zeitpunkt keine Baustellen an den Autobahnen geben mehr durfte. Großzügig erreicht diesen Milestone und das muss man dazu sagen, hätte man nicht geschafft, wenn nicht alle an einem Strang gezogen hätten. Jetzt wisst ihr, wie Triple begonnen hat. Ich werde euch dann einmal durch die Gebäude mitnehmen und noch ein paar Anekdoten erzählen. Und in der nächsten Folge müsst ihr unbedingt wieder dabei sein, weil da erzähle ich euch nämlich etwas über die Allgemeinflächen. Welche Räumlichkeiten machen das Triple eigentlich aus? Und wo unterscheiden wir uns eigentlich von anderen Projekten mit diesen Allgemeinflächen?